Bei der Bundestagswahl 2013 ist für mich die Schlüsselfrage die soziale Gerechtigkeit. Dabei geht es aktuell um gute Arbeit und gute Rente und um die soziale Ausgestaltung der Energiewende sowie um bezahlbare Mieten. Auch Steuergerechtigkeit steht im Mittelpunkt meiner Wahlkampagne. Konkret die Frage, wer bezahlt die Zockerei der Banken und die Bankenrettungsprogramme der Bundesregierung? Ist es der Steuerzahler, die Steuerzahlerin oder sind es diejenigen, die gezockt haben und davon Vorteile hatten? Was den Kreis Böbling anbetrifft, so werde ich mich dafür einsetzen, dass der Deckel an der A81 endlich kommt, dass die B464 fertig gebaut wird. Und hinsichtlich der Krankenhäuser setze ich mich für die Erhaltung aller bestehenden Häuser ein und werde alle Intentionen zur Privatisierung zurückweisen. Denn bei der Behandlung von Menschen, die eine Krankheit haben, soll es auf die Art der Krankheit ankommen bei der Behandlung und nicht auf den Geldbeutel des Patienten.